Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist endlich die Möglichkeit, dass ich euch mein Black Friday Haul zeigen kann. Also ist ja auch gerade mal ein Monat her, ne? Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird natürlich auch eine Verlosung geben. Ich habe auch einiges gekauft, um halt entsprechend, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, alles mögliche Geschenke habe ich gekauft. Ich habe Backups gekauft, ich habe dies gekauft, das gekauft, ich habe viel zu viel gekauft. Ne? Wie das im Black Friday denn leider immer so ist. Aber ich habe mit Bedacht gekauft, denn ich habe nicht einfach so, oh guck mal, da gibt es 15% Rabatt, rein damit. Sondern ich habe teilweise wirklich dann auch echt ernsthaft und lange überlegt. Ich habe nicht direkt am ersten Tag gekauft, ich habe nicht nur am Black Friday alle Läden leer gekauft, sondern man hatte ja komplett die Black Friday Week, da habe ich auch euch mitgenommen und habe das immer wieder auf Instagram gepostet, wenn da irgendwelche coole Angebote waren. Manche Sachen habe ich euch ja schon separat vorgestellt. Genau. Und jetzt habe ich hier so ein bisschen mein Haul, was ich hier so gefunden habe. Genau. Ich habe auch noch einen Mini-Part, den ich noch mit dranhängen werde. Ja, einfach weil ich jetzt nicht 5 verschiedene Videos machen wollte pro Online-Shop. Ein Video wollte ich jetzt tatsächlich zum Black Friday Sale nicht machen, denn ich habe bei Cosmetic for Less auch etwas bestellt zu der Zeit, wo man, es war Nikolaus, ne, am 6. Dezember, genau, wo man Nikoläuse auf der Homepage suchen konnte. So, dann habe ich noch ein Produkt, was ich euch quasi innerhalb dieses Videos vorstellen werde, was ich quasi jetzt auch schon mehrfach getestet habe und ja. Los geht's. Als erstes habe ich bei Love, L-O-V bestellt. Das bekommst du ja nur noch online. Und da habe ich mir 3 Produkte bestellt, weil die, ich glaube, sogar 50% teilweise hatten. Als allererstes habe ich mir die Even Elixir Serum Foundation geholt. Das hier ist jetzt die Farbe Ivory Elegance 010. Ich hatte die ja schon mal, aber sie war mir leider zu dunkel. Und jetzt habe ich sie mir in meiner hoffentlich passenden Farbe geholt. Die werde ich auch gleich mit dir zusammen auftragen. Ich denke, am Ende des Videos werde ich ja auch ein bisschen geschminkter sitzen. Dann habe ich mir bei L.O.V. die iVotion Extended Vibes Edition Palette geholt. Die finde ich persönlich einfach wunderschön. Und jetzt war sie halt so hardcore reduziert. Unleash Your Inner Power. Es ist eine wundervolle Palette, die jetzt auch schon länger auf dem Markt ist, die ich aber preislich einfach uninteressant fand, weil ich sie zu teuer fand. Im Black Friday Sale konnte ich jetzt aber tatsächlich zuschlagen und habe sie mir geholt. Was ich super interessant finde, ist dieser Ton Clarity, dieser Grünton, Petrol schon fast. Richtig schön. Dann haben wir hier Vibration. Das ist ein Duochrome Tone. Die kann ich auch mal eben swatchen, die ich halt so richtig geil finde. Also Clarity fühlt sich auch unfassbar toll am Finger an. Das hier erinnert mich so ein bisschen an die 1991 Palette tatsächlich. Von unserer lieben Alicia Marie. Die habe ich ja auch da und auch schon ein paar Mal verwendet, aber die Töne sehen schon mal richtig gut aus. Dann habe ich noch hier die Farbe Creativity, die mich persönlich natürlich herzlich einfach anspricht. Rote Töne auf dem Auge sind immer so eine Sache, aber wenn man sie halt schön kombiniert, dann sind es auf jeden Fall tolle Geschichten. Also die sehen richtig klasse aus. Und was ich halt so geil finde, die Fännchen. Die Fännchen sind quadratisch, sie sind groß. Ich mag auch gerne runde Fännchen, aber was ich gar nicht mag, sind längliche Fännchen. Ich habe letztens erst noch eine Lidschattenpalette von L.O.V. aussortiert, die einfach so ganz kleine, schmale, furchtbare Fännchen hatte. Und jetzt gucken wir uns auch nochmal den Ton Aura an oder Aura. Das ist ein ganz, ganz, ganz soft gepresster Goldton mit einem leichten Gelb-Grün-Schiff drin. Und ich meine, das sind doch schon mal Töne, ne? Wenn man die so auf dem Finger sieht, da sagt man doch nicht nein zu. Und das war halt reduziert und dann musste das halt einfach auch mit. Von den Swatches her gucken wir uns das auch mal an. Es ist jetzt auch für mich das erste Mal, dass ich die Palette halt auspacke und die Swatches mir anschaue. Und ich bin gerade selber wieder geflasht, wie gut meine Auswahl war. Also die Pigmentierung ist wirklich 1A bei den L.O.V. Produkten. Ne? Das ist krass. Also wenn die halt auch so auf dem Auge rüberkommen, dann feiere ich eine kleine innerliche Party und finde das total großartig. Und ich hoffe auch, dass das alles soweit funktioniert. Aber wir müssen es auch mal in der Zukunft uns anschauen. Ich weiß nicht, ob ich die Palette gleich schminken werde, denn ich habe einige Lidschattenpaletten gekauft. So, und das dritte Produkt, was ich mir bei Love bestellt habe, ist die Love Me First Full Effect Highlighter and Eyeshadow Palette. Da habe ich ja schon in dem Adventskalender eine von drin gehabt, die Speak Up Palette. Und die gehörte jetzt einfach auch noch mit dazu, finde ich. Und die wollte ich mir dann auch anschauen. Ich mag diese Holo-Optik von außen schon mal ganz gerne. Ne? Die gehört dann auch irgendwo einfach mit dazu, dass man das dann komplett hat, auch von außen hier. Ne? Richtig, richtig klasse. Do Only What You Love, das ist hier quasi
ne, die Farbbezeichnung und halt die Aussage von der Palette. Ich finde, das ist einfach so was Herzliches. Ich mag das. Da hast du auch wieder ein Duochrome hier bei dem U mit dabei. Ja, also definitiv Lidschatten, ne? Alles Schimmertöne. Aber wenn man halt richtig einen Kabuff aufs Auge haben möchte, dann nimmt man die. Und das finde ich einfach schön und das gefällt mir. Vor allem diese Textur, diese Pigmentierung, ne? Ich finde es so schade, dass Love nicht mehr in den Theken im DM vertreten ist, dass die rausgenommen wurden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Gut, die waren halt vielleicht ein bisschen preisintensiver, ne? Aber dafür dann eine Marke wie 183 Days mit reinzunehmen, sehe ich persönlich eher ein bisschen kritisch, ne? Weil Love war schon eine Bank. Und ich mag das halt gerne, wenn ich mir Produkte hole, dass ich sie halt auch irgendwie swatchen kann, was du natürlich online nicht kannst. Und so musst du dich überraschen lassen oder du schaust dir halt online irgendwelche Swatches an. Ne? Das ist schwierig. Gerade bei Term-Produkten, Foundation und so weiter ist es immer schwierig, finde ich. Gut, aus diesem Haul werde ich jetzt einfach mal dieses Produkt verwenden, klar. Ich mache mir vorher einen Primer drauf. Dann nehme ich natürlich von How Cosmetics das Indigo Child Pearl Shine Elixir. Habe ich in reger Verwendung, weil es einfach meiner Haut auch gut tut und weil es schön aussieht. So, die Foundation muss man erstmal schütteln, weil die sehr, sehr flüssig ist. Die kommt tatsächlich auch mit einer Pipette hier raus. Dann dreht man das auf. Das ist die Pipette und dann geht man mit der Pipette rein. Das Produkt wird eingezogen. Hm, oder? Ich glaube, es ist kaputt. Ich werde sie mir definitiv umfüllen. Denn das nervt mich doch gerade ziemlich und ich finde es auch ziemlich unhygienisch, das jetzt so auftragen zu müssen, weil du da einfach ständig dann dir das Ding ins Gesicht schmierst. Das mag ich nicht so gerne. Naja, auf jeden Fall ist die Foundation ziemlich flüssig. Ich werde die mir jetzt einarbeiten mit diesem Schwämmchen von InStylish. Da habe ich 2 Stück von zugeschickt bekommen. Genau, einen habe ich in Verwendung, beziehungsweise gerade in meiner Waschmaschine. Das heißt, den hier werde ich jetzt rausnehmen. Und das ist ein schönes Produkt, ein schönes, außergewöhnliches Schwämmchen, weil das von der Oberfläche her ganz, ganz anders ist. Ich habe auch einen Gutscheincode, den blende ich dir hier mal ein. Das ist so eine Mikrofaseroptik, Oberfläche, sage ich mal. Und den kannst du trocken und auch feucht verwenden. Ich werde ihn mir jetzt natürlich anfeuchten, wenn ich meine Foundation einarbeite. Ich finde ihn schön. Ich kann damit sehr, sehr gut arbeiten. Er wird nicht riesig und er ist auch nicht allzu fluffig dann dadurch, wenn ich ihn anfeuchte. Das Produkt bzw. die Flüssigkeit, die sich dann darin verbirgt, ist halt sehr, sehr schnell verdampft. Das heißt, man muss ihn eigentlich immer mal wieder so ein bisschen nass machen, weil er ansonsten wirklich trocken ist, wenn du ihn verwendest. Und er saugt halt auch echt viel Flüssigkeit auf. Aber er saugt dir kein Produkt auf. Jedenfalls nicht so irre viel. Das habe ich halt gemerkt, als ich den so mit der Hand ausgewaschen habe. Ne? Da ist nicht so viel Produkt rausgeflossen, wie jetzt aus ganz normalen Schwämmchen, die man halt so hat. Ob ich den jetzt bevorzugt zu einem normalen Schwämmchen verwenden würde, wage ich zu bezweifeln. Die finde ich eigentlich beide relativ auf einer Ebene. Ne? Es ist halt einfach mal eine andere Geschichte, weil du hier den auch etwas anders anwenden kannst. Hier hast du eine sehr, sehr feine, feine Kante, womit du wundervoll unter die Augenpartie kommst und auch in das Inner Corner kommst du sehr, sehr schön rein in den inneren Augenwinkel. Ja. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Mit meinem Gutscheincode sparst du auch ein bisschen. Da gab es letztens die Aktion, dass du 2 Stück für 10 Euro bekommst. Und das fand ich eigentlich auch preislich ganz ansprechend, sage ich mal. Ne? Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und du wirst jetzt ja auch in meinem Gesicht sehen, wie er quasi die Foundation einarbeiten wird. Erstmal nehme ich das Schwämmchen, um die Foundation hier zu verteilen im Gesicht. Also ich habe jetzt nicht viel Foundation aufgegeben, habe sie jetzt erstmal grob verteilt und ich mache mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber. Ich bin gerade ein bisschen, es ärgert mich, dass ich die so schlecht hier rausbekomme. Vielleicht kriege ich das irgendwie anders hin. Ich weiß nicht, wie ich das reparieren kann, aber irgendwie funktioniert der Pumper nicht. Ich gebe mir da ein bisschen was auf meinen Handrücken. Da sie ja so flüssig ist, funktioniert das ja. Man saut halt nur ein bisschen rum, also sehr flüssig. Eigentlich müsste ich dafür mir so ein Make-up-Schälchen nehmen und dann nehme ich mir das direkt mit dem Schwamm. Und gebe das auf mein Gesicht. Also der Schwamm arbeitet ganz gut, der leistet gute Arbeit. Da kann man sich auch so nicht beschweren, der macht das Ganze auch sehr, sehr schön. Ich meine, er arbeitet jetzt auch mit einer sehr guten Foundation zusammen. Deswegen, die beiden passen gut zusammen. Guter Schwamm, gute Foundation. So, also zur Foundation. Ich mag sie richtig gerne. Du fühlst sie nicht auf der Haut, aber sie ist da. Sie hinterlässt ein schönes Hautbild und fühlt sich auch jetzt nicht irgendwie klebrig an oder ne, schwer oder sonst irgendwas. Es ist einfach eine richtig angenehme, leichte Foundation und ich werde sie in Zukunft auch sehr, sehr gerne verwenden. Dann werde ich mir das irgendwie umfüllen oder so, weil das ist, funktioniert so nicht, aber
Finde ich richtig klasse. Ich finde die wundervoll, ne? Ja, und bei dem Schwämmchen merkst du jetzt einfach schon, nachdem ich jetzt mal die Foundation so aufgetragen habe, jetzt müsste man ihn quasi wieder anfeuchten. Also quasi ansprühen, dass er ein bisschen feuchter wieder wird, weil damit jetzt Concealer aufzutragen, wäre dann schon wieder zu trocken. Also da braucht man Flüssigkeit. Foundation sitzt. Dann kommen wir zu meinem nächsten Einkauf, den ich getätigt habe. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal über zu BH Cosmetics. Ne, zwischendrin kurz hier den von Amazon habe ich den bestellt, ne? Crash Loose Highlighter Christine. Das ist der Highlighter, den die liebe Luisa Creshen rausgebracht hat. Ich glaube, zusammen mit ihrer Schwester. Und da muss ich wirklich sagen, Christine knallt. Den hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal getragen und Wahnsinn. Also das ist von der Verpackung her so sehr schlicht. Mal keine Kooperation mit Lovia zusammen. Finde ich auch super interessant. Sonst hat sie ja sehr viel mit Lovia zusammen kooperiert. Okay, du öffnest es und hast hier halt so ein Netz drin. Das ist so ein richtig heftiger Highlighter, den du wirklich, wirklich nur zu besonderen Anlässen tragen kannst. Ich bin jetzt hier mit dem Finger mal in das Netz reingedippt und swatch den mal hier auf meiner Hand. Also das ist wirklich Christine, ne? Sie sagt ja immer, Christine, wenn dann quasi der Highlighter so extrem ist, und das hat sie hingekriegt. Also ich habe ihn mir mal aufgetragen und ich, also heftig, mit einem Highlighterpinsel, und diese Pigmentierung hast du auf deinem Gesicht. Sei vorsichtig damit. Der ist wirklich butterzart. Er ist wundervoll und richtig geil. Also da können alle anderen Highlighter, die ich hier habe, nicht gegen anstinken. Das ist der heftigste, den ich habe. Die Christine, ein loser Highlighter. Wahnsinn. Da kriegst du ordentlich was für dein Geld, das sag ich dir. So, dann schauen wir uns jetzt einmal kurz BH Cosmetics an. Da hatte ich ein bisschen was bestellt, aber da wurde mir dann halt im Nachhinein gesagt, das und das können wir leider nicht liefern. Das fand ich ein bisschen schade, ne? Also die hatten 50% auf alles, teilweise 60%, und haben dann leider ziemlich viel nachher rausgenommen, was dann quasi doch nicht geliefert wurde. Fand ich schade. Okay, aber ich zeige euch einfach mal, was ich bestellt habe, und kann euch dann hierzu auf jeden Fall einblenden, was die Produkte auch gekostet haben, glaube ich. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Da habe ich einmal Quick Change. Das ist ein Pinselreiniger. Und Leute, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Ich habe ihn selber auch da. Wenn man sich schminkt und keinen Bock hat, ständig die Pinsel zu waschen, dann nimmt man einfach so ein Ding. Hier hast du so ein Netz drin und da gehst du wirklich vorsichtig dann mit deinem Pinsel durch. Hier zum Beispiel, um dann entsprechend das Pigment abzunehmen, und kannst dann halt den Pinsel für neue Farben oder neue Texturen oder was auch immer verwenden. Es ist halt für Pigmentabnahme gedacht, sprich für trockene Geschichten, ne? Einen Foundation-Pinsel kriegst du damit natürlich jetzt nicht irgendwie mal eben kurz wieder einsetzbar gemacht, aber für Lidschatten, Blush, Bronzer, Highlighter, Puder, mega gut geeignet. Dann habe ich mir noch einen neuen Anspitzer gekauft. Ich habe aber jetzt letztens irgendwo noch einen im Adventskalender gehabt. Deswegen habe ich den jetzt quasi so gekauft. Aber ich glaube, der hat nur irgendwie 1,50 Euro oder 1,40 Euro oder so gekostet. Dann habe ich gekauft Blending Eye Trio 3-Piece Brush Set. Das ist ein Dreier-Set von Pinseln. Ich liebe die Pinsel von BH Cosmetics. Da hast du einen flachen Augenpinsel, einen Verblenderpinsel und einen Konturier- und Verblenderpinsel. Also wirklich die Arten von Pinseln, die ich persönlich für meinen Look brauche. Und das war's. Also die drei Pinselformen brauche ich eigentlich nur. Und dann bin ich schon vollkommen fertig damit. Als nächstes habe ich mir die Palette Beautiful in Barcelona geholt. Das ist diese wundervolle Lidschattenpalette, und die möchte ich gleich wahrscheinlich gerne mit euch zusammen mal austesten. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Genau. Die Beautiful in Barcelona Lidschattenpalette schaut ohne die Pappverpackung so aus. Ist eine ganz klassische mit Magnet schließende Lidschattenpalette. Ich liebe die Qualität von BH Cosmetics. Da sind so tolle Töne drin. Ich meine, wenn man sich allein mal dieses Azul, das schreit einen ja an. Das ist so ein mattes Blau. Oh, ist unfassbar. Dann habe ich hier das Flamenco. Das hat so einen Petrolschein mit dabei. Auch, boah, das geht richtig ab. Also, holla die Waldfee. Die schreien wirklich, ich möchte auf dein Auge, Claudi. Dann habe ich noch die Farbe Fiesta hier, die ich richtig angenehm finde. Das hat so einen leichten lila Shift noch mit dabei. Ist aber schon sehr, sehr dunkel, ne? Das sind halt richtig für einen Abendlook Töne. Und die Farbe Famila finde ich auch extrem schön. Das ist so ein peachy, aber halt mit so einem Goldschimmer auch noch mit dabei. Also das sind heftig geile Töne. Und das gucken wir uns mal kurz geswatcht an. Das ist
wahnsinnig toll. Also die Qualitäten von Lidschattenpaletten haben mittlerweile extrem angezogen. Also das ist echt heftig, was es heutzutage alles so gibt und was möglich ist. Und das finde ich einfach, das freut mein Sammlerherz dann einfach auch und mein Beautyherz und mein Austesteherz und mein Herzherz. Genau, ganz, ganz klasse. Und dann habe ich hier noch zwei Pinselsets geholt. Einmal Lavender Luxe, das ist dieses hier. Das war halt auch extrem reduziert auf, ich glaube, 15 Euro. Da sagst du nichts zu. Das ist wunderschön. Ich mag diese Töne von diesen Pinseln. Das ist einfach voll schön. Und dann habe ich noch das Lavish Elegance Set mitbestellt. Das ist auch wieder 15 Pinsel sind das entsprechend. Ne? Richtig geil. Und da hast du auch noch eine Tasche mit dabei. Kannst du dich nicht beschweren. Nein. So, und dann habe ich noch ein Teil, was man in diesem Video gewinnen kann, geholt. Und zwar ist das die Moroccan Sunset 60 Colors Eyeshadow Palette. Das ist dieses schöne Stück mit 16 verschiedenen Lidschatten. Und boah, mega schön finde ich die. Richtig, richtig klasse. So schaut sie aus. Also es sind kleine runde Fännchen, wo du super mit dem Pinsel reinkommst und wo du schön mitarbeiten kannst. Sehr warme Töne, sehr tragbare Töne und die wird in diesem Video verlost. Und alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Die Lavish Elegance Pinsel habe ich mir jetzt gerade ausgepackt und habe die hier vor mich hingelegt. Die kommen mit so einer Kosmetiktasche. Die Kosmetiktasche würde ich wahrscheinlich einfach mit verlosen kommen. Die packe ich dir auch mit in die Verlosung. Da kommt die Palette dann quasi rein. Genau, dann ist sie nämlich direkt auch gesichert. Und hier habe ich einmal das ganze Lavish Elegance Pinselset mir ausgepackt. Also das sind, ne, wie man sie so von BH Cosmetics kennt, sehr, sehr schöne, weiche Pinsel. Ich mag einfach, wie die so... Ich mag diesen Pinselschaft, diesen Stil auch sehr, sehr gerne. Ich mag dieses Rosé, leicht lavendelfarbene hier oben. Und ja, ne? Die werden gleich auf jeden Fall auch verwendet, wenn ich einen Augenlook schminke. Ja, ich mach mal weiter. Womit mache ich denn weiter? Ich nehme jetzt erstmal hier den Cosmetic for Less Haul auch noch mit dabei. Genau, da habe ich nämlich die Palette, die ich gleich auf meine Augen packen werde. Das ist von Nabla, die Secret Palette, die habe ich mir geholt. Es gab halt schöne Rabatte dort, also es war jetzt nicht ultra reduziert zu dem Zeitpunkt, wo, das war ja nicht Black Friday, das war ja zu Nikolaus, war nicht ultra reduziert, aber es war ein bisschen reduziert und die wollte ich immer schon mal haben und habe sie bei so vielen YouTubern gesehen und die wollte ich dann auch direkt mir mal gönnen, weil das sind einfach Farben, wenn du sie siehst, weißt du direkt... Damit kannst du auf jeden Fall 20 verschiedene Looks schminken. Richtig toll. Ja, ein paar Töne werde ich jetzt direkt mal swatchen. Das ist hier der Fantasize-Ton. Den finde ich einfach wundervoll. So ein blauer, wow, etwas gröberer Ton. Hyper Sensual, den werde ich jetzt auch mal swatchen. Dann nehme ich Rosemary. Das ist dieser hier. Big Experience, den haben wir hier oben. Und die schauen wir uns doch mal an. Also kunterbunt auf den Fingern, ne? Du kannst die natürlich auch einfach solo auf dein Lid packen oder du machst da halt noch irgendwie was mit, aber oh, meine erste Nabla Lidschattenpalette, Leute, richtig schöne Textur, wobei ich sagen muss, dass ich die von Love tatsächlich noch schöner fand von der Textur her, aber gut, alle loben Nabla, Nabla muss getestet werden, Claudi testet Nabla. Hatte ich hier noch mit dabei, die gab es gratis, wenn du einen gewissen Bestellwert bei Revolution hattest. Das ist die Epic Nights Palette. Finde ich persönlich jetzt nicht so ultra ansprechend, aber ich werde sie demnächst mal mit in eine Verlosung packen. Denn jetzt habe ich ja schon ein Verlosungsprodukt, sage ich mal. Oh ja, diesen Blush, den werde ich auch gleich austesten von Milani. Das ist der ultra gehypte Luminoso. Alle sagen, der ist großartig und dann muss ich den natürlich testen. Von der Verpackung her relativ billig, also günstig war der nicht. Aber ja. Wollte ich auch mal austesten. Sehr, sehr hell tatsächlich. Also das finde ich gerade interessant. Ich glaube, letztens hatte Maxim Giacomo den sogar noch getestet und den für sehr, sehr gut empfunden. Okay, wow, der ist wirklich hell. Muss ich mir gleich mal anschauen. Als nächstes habe ich Lashes mitgeholt. Die sind aber tatsächlich zum Verschenken. From Santa with Love. Das ist aus dieser Limited Edition. Und ja, ne, das wird so ein kleines Weihnachts-Geburtstagsgeschenk, was ich da packen werde. Dann habe ich hier Starstruck Triple Baked Highlighter. Das ist, ja, so sieht der aus. Ich nehme den jetzt nicht raus, weil auch das ist ein Geschenk, tatsächlich. Und ja, ne, der ist von iHeartRevolution.
Dann habe ich mir noch geholt von Essence die Volume Stylist Lash Extension Mascara, weil sie einfach großartig ist, weil ich sie super finde. Und auch das wird ein Geschenk werden. Also ich habe bei Cosmetic for Less hauptsächlich Geschenke gekauft. Dann habe ich hier noch die Palette Rose Gold Glow geholt. Die habe ich selber da und ich liebe sie. Das ist eine richtig großartige Highlighter-Palette, die ich wirklich empfehlen kann. Eine weitere Mascara habe ich geholt und zwar die Lash Princess Mascara. Auch da war reduziert, habe ich mitgenommen. Und hier ist noch ein Lippenset, welches ich geholt habe zum Verschenken. Als Weihnachtsgeschenk oder als Geburtstagsweihnachtsgeschenk. Das ist so ein von Essence. 4 Mini-Lippenstifte oder ja, Liquid Lipsticks. Seid ihr Lippenstift oder seid ihr Mini-Lipstick-Set? Genau. In der Farbe Candy. Auch das kommt zu dem Weihnachtsgeburtstagsgeschenk mit dazu. Ja, und dann konnte man Nikoläuse suchen und finden und ich habe alle 4 gefunden, die es da zu finden gab und habe dann eine Mystery Bag mit dazu bekommen. One Beauty Bag for you. Zum Einweinthalten, ein Liquid Lipstick, Leute, in einer Farbe. Es ist einfach blau. Also die Verpackung ist richtig schön, aber es ist ein Blau. Was will man mit einem Liquid Lipstick in Blau? Oder Petrol? Also es passt natürlich 1A zu meinem Oberteil, aber... Bronze and Shimmer, das fand ich super von I Heart Revolution, Highlight and Illuminator, die Duo, das ist quasi auch wieder dieses Highlighter-Set, so wie das, was ich ja tatsächlich auch schon bestellt hatte. Ich meine, Verpackung ist echt schön, ne? Problem hierbei ist halt, du hast nur Schimmertöne. Also im Prinzip ist es eine Highlighter-Palette für sehr, sehr dunkle Töne. Oder du nimmst es als Lidschatten, kannst du natürlich auch machen. Aber es sind nun mal echt dunkle Geschichten, ne? Dann ein Triple Baked Highlighter. Auch das fand ich ziemlich witzig, weil ich ja tatsächlich mir diesen Starstruck geholt habe. Und dann gab es das auch noch in der Mystery Bag mit dabei. Fand ich echt witzig, als ich die ausgepackt habe vor ein paar Tagen. Dark Angel Triple Baked Highlighter von I Heart Revolution. Und auch das ist wieder ein etwas dunklerer Highlighter, den ich auch demnächst verlosen werde. Aber hey, es gibt eine Christmas-Verlosung, Leute, ne? Oder mehrere, weil es gibt ja viele verschiedene Tage Weihnachten. Ha! Ja, und das Letzte, was in dieser Mystery Bag drin war, war interessant, sage ich mal, aber halt nichts für mich. Von Make-up Obsession, Live, Love, London. Das hier ist eine Solo- oder eine Leerpalette. Einmal Eyeshadow in der Farbe Coffee Club, ein Eyeshadow in der Farbe Haute Silver. Eine Color Correcting Cream, also quasi, ja, wenn du halt richtig krasse Rötungen abdecken möchtest, wenn du unter den Augen dicke Augenschatten abdecken möchtest. Ein Eyeshadow in der Farbe Honeycomb, also sehr, sehr dunkel auch wieder, ne? Ein Lidschatten in der Farbe Mink, also das ist halt wirklich so zum Lidsetten ein Ton. Strobe Balm in der Farbe Chrome, also der ist auch sehr, 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 sehr dunkel. Ich weiß nicht, was sich da Cosmetic for Less überlegt hat, aber ich fand das jetzt irgendwie von der Farbkonstellation nicht so... Ich meine, damit kannst du arbeiten, damit kannst du... Ich halte es jetzt nicht hoch, weil dann fällt mir alles runter. Damit kannst du vielleicht arbeiten, wenn du so einen Smoky-Look oder sowas machen willst, aber ich fand das jetzt in so einer Mystery-Bag eher als Resteverwertung. Natürlich, es war geschenkt, aber trotzdem ist es dann halt so, naja, wofür habe ich denn dann da Nikoläuse gesucht? Wir wollen die Nabla-Palette und den Milani-Blush ausprobieren. Die Nabla-Palette kann ich jetzt direkt einmal mit dir ausprobieren, den Blush später, wenn ich so ein bisschen Base noch mit drauf habe. Hier ist natürlich kein Ton zum Setten drin, super. Ich nehme mir erst ein bisschen Puder und puder mein Gesicht ab, um dann danach mein Lid auch mit zu setten. Aktuell habe ich hier von Too Faced übrigens mein Born This Way Puder, mit dem ich alles Mögliche immer abpuder. Und jetzt nehme ich mir hier aus diesem Lavish Elegance Set diesen fetten Pinsel und puder mich kurz ab. Habe ich natürlich keinen Concealer, ne? Läuft bei mir. Ja, der Pinsel hat die gewohnt gute Qualität, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und die Foundation gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, jetzt entferne ich erstmal hier Folie vom Spiegel und kann loslegen.
ist ein Look, ne? Nein, es ist nicht. Ich habe jetzt einfach nur mal ein bisschen die Farben quasi auf meinen Augen geswatcht. Ich finde, dass es noch oben in der Blendelinie ziemlich furchtbar aussieht. Deswegen mache ich die kurz wirklich sauber und mache die eben neu, weil die gefällt mir vorne und hinten nicht. Ich werde das Ganze nämlich jetzt mal ganz vorsichtig mit diesem Rosaton ausblenden. Das finde ich nämlich viel, viel softer und angenehmer. Addiction gebe ich mir dann quasi jetzt nach unten unter den unteren Wimpernkranz. Und Hypersensual kommt dann nochmal in den inneren Augenwinkel. Ja, so sieht der Look, finde ich, nicht zu hart aus. Es ist sehr Fairytale-mäßig, ne? Aber ich werde jetzt noch eben kurz Eyeliner ziehen, meine Wimpern tuschen und bin dann gleich wieder da. Zack! Also ich finde, mit Mascara und Eyeliner sieht der Look schon mal viel, viel stimmiger aus, viel, viel besser. Aber es ist eine Palette, da muss ich mich rantasten. Es ist okay, ich werde noch lernen, damit umzugehen, aber diesen Hype darum verstehe ich persönlich noch nicht so wirklich. Den Blush schauen wir uns jetzt auch mal an. Also da nehme ich jetzt einfach den Pinsel, den ich auch eben für alles andere genommen habe, also für Puder und für Bronzer. Ui, einmal reingegangen, dip, dip, dip. Ach komm, nee, auf dem Gesicht ist der aber nicht so extrem, ne? Ja, der Schimmer ist halt da, aber von der Farbe her ist halt so ein Goldschimmer auf dem Gesicht, aber Farbe nicht wirklich. Also ich sag mal, als dezenter Blush mit Schimmer ist er ganz nett, ne? Gott, jetzt habe ich aber sehr viel Schimmer auf dem Gesicht. Naja, damit kommen wir klar, ne? Aber ne, von der Farbe her finde ich ihn ziemlich mau. Also da hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erhofft tatsächlich. Ist schön, aber auch jetzt nicht umwerfend schön. Kann man machen. Bei manchen Produkten verstehe ich einfach nicht den Hype. Das ist wirklich, ich nehme mal eben so ein bisschen Lippenpflege drauf, während ich ein bisschen quatsche. Also ich verstehe bei manchen Produkten nicht, warum die so in den Himmel gelobt werden, ne? Aus welchem Grund? Naja, egal. So, weitermachen. Wir haben dann noch wir. Mein imaginärer Freund und ich haben bei Flaconi eingekauft. Da habe ich mir zum einen eine Essence-Banana-Feile gekauft, weil es war reduziert und ich brauchte mal wieder eine Nagelfeile. Nicht, dass ich 20.000 in Adventskalendern gehabt hätte, aber ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Ich glaube, ich habe die verloren. Dann hatte Catrice eine neue Limited Edition rausgebracht. Das ist einmal dieses Highlighter-Trio. Sieht total schön aus in den Fännchen, ne? Aber irgendwie viel dunkler, als ich erwartet hätte. Dann hatten die noch zwei Lidschattenpaletten. So ultra unterschiedlich schauen sie auf den ersten Blick tatsächlich gar nicht aus, aber sie sind es. Die hier hat mehr so diese roten Töne und die hier mehr die braunen Töne. Fand ich auch ganz niedlich, damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr schöne Christmas- und Silvester-Looks schminken. Ja, die Limited Edition von Essence hatte mich angesprochen aufgrund der Pinsel. Das heißt, ich habe die zwei From Santa with Love Pinsel mir geholt. Da habe ich einmal so einen Smudger-Pinsel aus dieser Limited Edition. Mit dem kannst du wundervoll Lidschatten auftragen. Und wenn man halt so... Ne, da geht halt Glitzer runter, da sind Sternchen drin und Schneeflocken. Und dann habe ich noch einen Puderpinsel hier mit drin. Qualität von Essence Pinseln ist solide, da kannst du nichts zu sagen, die kosten jetzt nicht die Welt. Und auch hier wieder Sternchen und Glitzer. Ja, sehr schön. Dann habe ich mir noch so Rosenholzstäbchen geholt, Push and Clean von Essence. Ja, die Spitzen hier oben verwende ich gerne, wenn ich mir die Nägel lackiere, um hier außen nochmal drum zuzugehen. Und ja, diese Seite ist quasi meine Hassseite, aber ich muss sie verwenden, um Nagelhaut hochzuschieben. Aber ja, es muss gemacht werden. Dann hatte ich noch bei Essence die Glow My Mind Highlighter Palette entdeckt. Oh Mann, es tut mir so leid, ich habe so viele Highlighter hier jetzt heute in die Kamera gehalten. Die mich tatsächlich von den Farben her... deutlich mehr anspricht als jetzt die von Catrice, ne? Also von der Verpackung sehr, sehr klobig, aber von den Farben her, ich kann die ja mal nebeneinander halten, finde ich die schöner, weil die heller ist und ich bin halt ein heller Hautton. Wenn man die so nebeneinander sieht, ähnlich, aber die Essence sind definitiv heller. Eine habe ich noch, und zwar habe ich mir von Urban Decay die Distortion Palette geholt. Da war jetzt ein Klebi drauf von Flaconi. Weil die hatte ich bestellt, als ich mir den Flaconi Love Brands Adventskalender im Black Friday Sale geholt habe. Und die habe ich auch schon ausgetestet. Die sieht richtig geil aus. Die war 50% reduziert und dann gab es nochmal Rabatte. Also das war richtig krass, wie günstig ich die gekriegt habe. Ich meine, wir reden von der Urban Decay Palette. Ja, das sind alles schimmernde Töne, außer das Schwarz. Die habe ich jetzt auch schon tatsächlich mal letztens auf meinen Augen getragen, als ich ein Video gedreht habe. Ja, das ist krass.
richtig krass und richtig schön. Und die finde ich auch deutlich schöner als die Nabla-Palette zum Beispiel, die ich mir jetzt ja auch noch geholt habe, die farbmäßig sehr ähnlich ist. Ich weiß nicht, ob es die bei bei Flaconi noch gibt. Bei Douglas gab es die auch. Also beide hatten die richtig krass reduziert. Da schaut auf jeden Fall mal vorbei, weil die ist ja nicht nur von der Optik geil, die ist ja auch von den Farben her geil. Wir sprechen von Urban Decay. Ich habe da, glaube ich, 20 Euro für bezahlt oder so. Ne? Beschwere ich mich nicht. So, wir haben hier drei verschiedene Highlighter-Töne in der Essence Highlighter-Palette drin. Die können wir uns alle mal anschauen. Das sind, glaube ich, alles gebackene Highlighter, wenn mich das nicht täuscht, ne? Bin ich ein bisschen krass reingegangen, wa? Wow! Das ist echt heftig. Okay, mache ich hier mal auf der Hand. Das ist Metall, ne? Flüssiges Metall. Ob die auch so geil ist wie der Crash-Highlighter? Diese Palette, das weiß ich nicht. So, dann nehme ich mir hier natürlich einen Pinsel aus diesem Set jetzt und gehe jetzt mal in diesen Rosé-Ton, weil ich habe jetzt ja auch ein sehr roséfarbenes Augen-Make-up und ja, packe mir hier den Highlighter hin und man sieht ihn, aber er ist jetzt nicht irgendwie so mega doll wie jetzt beim Swatchen, ne? Also er ist schon da, definitiv, also man sieht auch was, ne? Mag jetzt zum einen an dem Shimmer-Blush liegen, aber es fügt sich richtig schön gerade ein. Lässt das Ganze sehr, sehr harmonisch wirken. Ich mache ihn auch ein bisschen unter die Augenbraue. Ne? Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Auf der anderen Seite, ich mache den Pinsel kurz sauber in diesem wundervollen Lappen, den ich hier vor mir liegen habe, nehme ich den goldenen Ton, den ich hier außen habe. Gehe auch da mit dem Pinsel einmal schön durch. Hui, da kommt aber ein bisschen mehr Farbe dran, muss ich sagen. Und das kommt auch aufs Gesicht. Da habe ich jetzt viel, 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 viel höhere Farbabgabe tatsächlich. Und auch ein viel krasseres Highlight, ne? Wow. Ja, also der ist schon deutlich krasser. Guck mal, oh, wie das Licht einfach reflektiert wird. So die Nase und so, das mache ich jetzt auch noch alle hier mit. Zack, zack. Den silbernen haben wir uns jetzt nicht angeschaut, aber den kann ich auch noch demnächst mal testen. Aber so gefällt er mir auf jeden Fall mega. Beide, ne? Also der ist ein bisschen leichter, ein bisschen sanfter und der ist richtig kabuff. Es ist Weihnachten und du siehst aus wie eine Weihnachtskugel. Geil, ne? Wow, Leute, hat ja kaum lange gedauert hier. Ja, das war jetzt mein Black Friday Haul. Denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Ich weiß, nicht jedes Produkt, was ich jetzt hier heute gezeigt habe, brauche ich wirklich. Aber ich meine, ich bin ein Beauty-Channel und ich teste gerne neue Produkte. Ich teste gerne unterschiedliche Produkte. Und natürlich habe ich auch das ein oder andere Produkt schon öfters mal gesehen und einfach diesen ich hätte es gerne Effekt in mir drin und dann sei es mir doch gegönnt, wenn ich dann auch mal minimal eskaliere, wenn halt Black Friday ist. So, ihr Lieben, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.